Erst Öl auf die Hand, dann Öl auf dem Kopf. Bei einer Blockadeaktion der letzten Generation wird diese Klimakleberin mit Öl begossen. Wie üblich hat sie sich auf der Straße festgeklebt, muss mit dem Öl vom Asphalt gelöst werden. Plötzlich landet ein ganzer Schwall auf dem Kopf der Klimakleberin. Die letzte Generation kommentiert: Hoppala, da ist der Polizistin der Ölkanister ausgerutscht. Möglicherweise ereignete sich der Vorfall am Samstag in Mannheim. Die Mannheimer Polizei prüft das Video zurzeit. Die Nerven liegen blank in Sachen Klimakleber. Einer der Aktivisten kassiert in München eine schallende Ohrfeige von einem wütenden Autofahrer. Seit Wochen steht Bayerns Hauptstadt im Visier der radikalen Ökoaktivisten. Die Klimakaoten haben weitere Protestaktionen in Deutschland angekündigt, wollen sich auch durch diese Öldusche nicht stoppen lassen.